Und wir sind wieder auf der Flucht. Wenn Anu tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Auf der Flucht nicht. Wir müssen gegen Wachen kämpfen. Wir müssen jetzt wieder mal durchschleichen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Hier ist eine Werkbank. Gut, dann an die Arbeit. Okay, wir können nichts aufbessern. Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Okay, davon haben wir schon mal noch Mund. Verschlossen, war klar. Natürlich, was auch sonst. Guck mal, da oben. Wir könnten einfach drüber steigen. Oh, viel zu hoch. Wir müssen irgendwo draufklettern. Ja. Ein Wagen oder so. Ich glaube, dahinter ist ein Karren. Versperrt. Warum ist denn der Stall hier so versperrt wie ein Hochsicherheitsgefängnis? Amicia, der Karren hinter der Tür. Ja, vielleicht kommen wir da ran. Ich weiß, keine Angst. Diese Tastenkombination ist ein bisschen unglaublich. Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Hier, schieb den Karren zurecht. Wozu haben wir jetzt einen Schritt zu gehen müssen? Warum hat Anu den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Kletter hoch. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Gut, jetzt Vorsicht. Mal sehen, was da drin ist. Na toll, jetzt haben wir hier. Sind wir hier für diese Truhe gekommen oder was? Ne, da drüben geht's weiter. Ich gehe mal hier kurz noch. Dann mal an die Arbeit. Ah ja, hier die Werkzeuge müssen wir aufbessern. Viel besser. Und war alles auf Stufe 2. Komplett aufbessern können wir es wahrscheinlich nochmal mal wieder nicht. Hoch! Kletter hoch! Aha! Schaffen wir nicht bis zum Ende. Der hätten wir mehr sammeln müssen. Komm, wir folgen ihm. Hab ich euch. Fantastisch. Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkommt mir nicht. Meine Bolzen habe ich noch. Da, Angriff! Amicia! Gut, das... Wie soll ich den ablenken? Das ist oft denken, okay, Steine werfen. Der Vogel ist böse. Aber dumm. Bleib einfach bei mir, dann wird alles gut.
töte sie! Los jetzt, in Deckung! Ach, schnell! Komm schon, los! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ich sehe schon, das wird wieder so ein Level. Ach, das war leise genug. Los, los, los! Oh, ihr wollt töten! Rüber mit dir. Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Mit Sicherheit. Uff. Da, Angriff! Na komm rüber hier. Los, schnapp sie dir, du lausiger Spatz. So, ist darüber und dann hinter ihm oder was? Töte sie! Es dauert zu lang. Wehe, du hast dem Grafen was angetan, Anno. Komm schon! Los. Na los! Ich weiß, dass ihr hier seid! Da! Ja, wir sind da! Weg hier! Schnell! Eine Tür. Puh. Oh, das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Anno verflucht? Wollen wir den Vogel nicht irgendwie ausschalten? Hör mal, das sind Schwerter. Ja, ja, schnell. Und gezielten Armbrustbolzen. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Maul! Ich mach dich kalt wie deine Männer. Was sollen wir tun? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst. Das ist seine Armee. Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Was hast denn du gedacht? Emily? Dich verschont. Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Ich wusste doch, dass er... Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Die Zeiten wechselt. Sperrt ihn weg. Jetzt uns ich kümmere mich später. Ist der noch am Ende ein Bossgegner wird? Ich hab's... Woher kennt ihr dieses Biest? Punkt 1 gesagt. Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. Warum haben wir in den diesen Tagen getroffen? Feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Ich weiß nicht, was mit dem Grafen los ist, aber... Der war mir, dieser Anode, der war mir von Anfang an suspekt. Ich meine, der hat uns, der wurde eingeführt damit, dass er Amicia die eine Kopfwunde verpasst hat, damit fast getötet hat. Also dann einmal Vertrauen bei dem. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus?
Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Ich will mich noch kurz umgucken. Oh, darf ich nicht. Sie warten auf uns, Amicia. Ja, gehen wir zurück. Dann. Es ist unglaublich hier. Du wirst später reichlich Zeit zum Spazierengehen haben. Ja, wir das kommen. Bezweifle ich. Tut mir leid. Wow, so groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt, aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins, vereint um den Sohn der Glutasche. Lecker! Ein Bon Vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Guyenne, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ich mag den Geschmack. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Nee. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Und andere tolle Sachen. Hier Brötchen. Lecker Melone. Die Wurst sieht auch nicht übel aus. Kriecher. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo... Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage. In der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater. Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Das ist doch irgendwas krumm. Ja, ich höre schon auf. Amicia, auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment, wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht. Auf, dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihnen. Und erzähle hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Ah, ja. Hier vor sich. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht lang.
Ist alles für morgen bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Also. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Arno töten? Hugo. Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin? Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja! Ein neues Zuhause. Geschichten und Offenbarungen heißt das nächste Kapitel. Kapitel 15. Was mit Kapitel 14 passiert. Wollen wir nicht gerade noch in Kapitel 13? Nee, ich kann römische Diese Zahlen Kleider nicht lesen. Sind so bequem. Das war das X ist die ja. X ist die 10. Hey, komm her, du schlafen willst. Das I ist die 1, also minus. Das war die 9, das war Kapitel 9. Ach komm schon, das ist die Sonne. Sieh doch, es lohnt sich. Wow, das ist... Wie ein Traum? Ja! Genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Vielleicht kann endlich mal jemand Amicias Kopfwunde verarzten. Oh. Läuft immer noch mit einer unbehandelten Wunde rum. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja. Die müsste langsam Wundentzündung. Auch wenn es irgendwie verheilt, auch wenn es ihrem Kopf wieder gut geht, wenn sie nicht mehr schwindelig ist und so. Und es kein bleibender Hirnschaden war. Und sie jetzt kein Schädel-Hirntraum davon trägt. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Entzündete Wunde ist. Ja. Inselentdecker! Und das am Kopf. Finden wir erst den Ausgang. Ich weiß nicht, wie weit die Medizin im Mittelalter war. Aber Smith ist ein Verband anlegen und Wunde sterilisieren dürfte damals auch. Zumindest hier im Kloster nicht, aber hier im Königsschloss, da müsste es im Grafenschloss, müsste doch machbar sein. Ein bisschen Wundreinigung. Sieh dir das an. Die ist so groß. Desinfektion gab es schon früher. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangelweit. Stimmt nicht so wie heute, aber... Sperrangelweit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon.
Können wir hier ein bisschen erkunden und mit Leuten reden? Nö, können wir nicht. Die sprechen nicht mit uns. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein, damit sie zu viel Verantwortung. Wie ein kleines Kind sind. Ja, ich schicke die neue Bedienstete. Ihre zarten Hände machen sie nicht kaputt. Okay. Ein bisschen belauschen. Guten Tag auch. Guten Tag, danke. Und ohne Einladung. Ja, Verzerrung. Eine Erinnerung oder irgendwie eine Blume, die wir finden können. Okay, jetzt nicht weiter. Ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher... Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Schöne Pflanzen. Der Sohn ist zufrieden. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Hier irgendwas. Ein Blümchen, was wir drücken können. Scheinbar nicht. Hallo, dürfen wir rausgehen? Sicher. Genieß die hellen Tage. Gut geschlafen? Hallo Sophia, schön dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Aha. Ich wüsste doch gern, wer meine Freunde sind. Kann ich auf sie vertrauen? Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern. Selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Bisschen Notgraben. Hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen, damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht?
einen Stein in einem Gebirge verstecken. Sollten wir nicht unsere Sachen ausliefern? Wir haben noch Zeit. Das Festmahl ist erst abends. Die haben bestimmt noch nicht angefangen zu kochen. Das ist doch ein Vogel. Vogel. Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt. Schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Oh, noch eine Vogelstatue. Die fühlt mich so gut. Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Gayenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyenne nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir. Der nächste muss dann irgendwo hier sein. Siehst du? Wenn du sie zermalst, beduften sie Kleidung und Stoffe. Ah, so riecht man danach Blumen. Ja, du wirst ein kleiner, tanzender Lavendel. Ein bisschen abseits der Pfade gucken. Ah, hier. Der ist ja schön. Muss extrem alt sein. Wie alt? Ein Olivenbaum? Wohl tausende von Jahren. Wirklich? Aber er ist so krumm. Ist er krank? Im Gegenteil. Er ist stark. Hat sich angepasst. Stimmt. Er wurde vom Lauf der Zeit geformt. Er hat so viel miterlebt. Er hat sogar Narben. Er ist so schön. Dann sag's ihm. Er hört dich. Du bist so schön. Er findet dich bestimmt auch schön. Gehen wir? Ja. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Und auf dem Weg wieder 50 verbissen. War ja klar. Da ist doch der nächste. Blickt auf das Haus da. Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Und die Mauer hüpfen können wir natürlich nicht. Das wird zu einfach. Hey da oben, Essen ist fertig. Danke. Nur noch ein paar Ziegel. Das Haus hier. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, was gibt's hier zu sehen? Ein Kind. Der sogenannte Sohn vielleicht. Gehst du zum Fruchtbarkeitstempel? Oh, ja, mit meiner Frau. Vielleicht haben wir dieses Jahr endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Komm, können wir hoch mit dir. Hoch. Alles klar. Blickt er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt? Sollen wir es uns ansehen? Ja! Bestimmt ist es nicht das Zelt, sondern der andere Vogel da drüben. Das Zelt kann da ja nicht vor 100 Jahren
schon gestehen, gestatten haben. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Nächste. Hallo, wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts! Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist ja alles ganz schön, aber eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können.